Was ist das für ein Zettel? Mobbing am Arbeitsplatz. Gibt es ja immer Mobbing unter Kindern und dann gibt es aber auch Mobbing am Arbeitsplatz. Hat Mama schon ewig. Das ist ein Krokodil. Ja, ja. Cool. Ich finde dieses Krokodil cool. Oder was soll das Krokodil denn darstellen? Jemanden lächerlich machen oder mit Informationen vorenthalten, tuscheln, Gerüchte streuen über Wochen und Monate. Rund 1,5 Millionen Menschen erleben täglich in der Bundesrepublik Qualen am Arbeitsplatz. Das habe ich noch auf deinem Teppich gefunden. Ja, Dankeschön. Und Erniedrigung eines Menschen, der von einer oder mehreren Personen betrieben werden. Diese feindseligen Handlungen geschehen mit einer gewissen Regelmäßigkeit, also mindestens einmal die Woche und über eine bestimmte Dauer, mindestens ein halbes Jahr. Typische Mobbinghandlungen. Forscher Heinz Lehmann, der Psychoterror am Arbeitsplatz genauer untersucht hat, listet 45 typische Mobbinghandlungen auf, die 5 Kategorien zuordnen lassen. Angriffe auf die Möglichkeit, sich mitzuteilen. Der oder die Betroffene wird ständig kritisiert oder beschimpft. Angriffe auf die sozialen Beziehungen. Die Opfer werden geschnitten wie Luft behandelt. Angriffe auf soziales Ansehen. Sie erfolgen durch Klatsch und Beleidigung und so weiter. Angriffe auf Qualität der Arbeit. Man entzieht den Betroffenen Arbeitsaufgaben, gibt ihnen ständig neue Aufgaben und solche, die ihre Qualifikation übersteigen oder weit unterm Können liegen. Angriffe auf die Gesundheit. Hierunter fallen Gewaltandrohungen oder Anwendungen, um jemanden einen Denkzettel zu verpassen, zum Beispiel sexuelle Belästigung. Zu 44% Kollegen und Kollegen, zu 37% Vorgesetzte, zu 10% Kollegen und Kollegen und Vorgesetzte, zu 9% Untergebene. Nach den Untersuchungen von Lehmann sind die Mobber und die Mobberinnen. So, da seht ihr das mal. Ich habe mich schon ewig mit diesen Sache beschäftigt. So, dann geht's weiter. Opfer kann jede oder jeder sein. Jeder vierte Beschäftigte ist stetig in Gefahr, einmal im Verlauf seines Arbeitslebens davon betroffen zu sein. In besonderen Konstellationen wächst diese Gefahr, beziehungsweise wenn in eine seit Jahren bestehende Gruppe jemand neu hinzukommt. Also wenn hier einer neu zuzieht, nach Boltenhagen wird er auch gemobbt. Hier Hierarchien verändert. Oder massiver Arbeitsplatzabbau droht oder stattfindet. Als besonders gefährdete Personengruppen gelten Menschen, die durch ein oder mehrere Merkmale von der Gruppe beziehungsweise von der Gruppe abheben beziehungsweise durch eine Behinderung, die Sprache, einen anderen Sozialstatus, alleinerziehend, äußere Auffälligkeiten wie Kleidung, Haare, Verhalten, zum Beispiel ein Nichtraucher oder eine Raucherin oder umgekehrt. Weltanschauliche Ansichten. Auch die besonders engagierten und leistungsorientierten sowie die eher introvertierten gehören dazu. Branchenrisiko. Nach den Untersuchungen des Frankfurter Psychologen Professor Dieter Zapf sind von allen Angestellten und Beamten betroffen. In bestimmten Arbeitsbereichen sei das Risiko, vom Mobbingopfer zu werden, besonders hoch. Zapf nennt die folgenden: Gesundheitswesen und Soziales, 7-faches Risiko. Erziehung im Unterricht, 3-5-faches Risiko. Öffentliche Verwaltung, 3-faches Risiko. Die Psychologe erklärt, mit der Art der Tätigkeit im öffentlichen Dienst bei Lehrern, Kindergärtnerinnen, Krankenpflegern gebe es keine klaren Kriterien der Leistungsbeurteilung. Durch ihr starkes persönliches Eingebundensein in Arbeit böten sie außerdem mehr Angriffsfläche. Mobbing kränkt und macht krank. Bei Mobbingbetroffenen führen die hohen seelischen Belastungen oft zu Erkrankungen des Körpers, also zu physiosomatischen Krankheiten. Schon nach wenigen Tagen Beschwerden auftreten, Magen-Darm-Probleme, Schlaf-, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, depressive Verstimmungen sind die ersten seelischen und körperlichen Reaktionen auf Mobbing. Je länger das Opfer dem Mobbing ausgesetzt ist, desto stärker entwickeln sich chronische Krankheiten, zum Beispiel Herz-Kreislauf-System, des Magens, des Darmtraktes, Atemwegs, Hauterkrankungen und so weiter. Häufig treten nach langen Phasen soziale Stigmatisierung, schwere Depressionen, Medikamentenabhängigkeit oder Suchterkrankungen auf. Die Suizidgefährdung steigt beträchtlich. Die 4 Phasen eines Mobbingprozesses. Anfang 1. Steht meist ungelöster, schlecht bearbeiteter Konflikt. Zweite Phase. Anstelle des Konfliktes tritt einzelne Person, die immer häufiger gekränkt wird, ihr Selbstwertgefühl nimmt ab,
Die Person gerät in die Rolle des Außenseiters. Phase 3. Die Entwicklung eskaliert. Durch die ständigen Demütigungen ist das Opfer verunsichert, das darunter die Arbeit leidet. Es gilt bereits als Problemmitarbeiter und arbeitsrechtliche Maßnahmen zu drohen. Vierte Phase. Mobbingfälle enden meistens mit dem Verlust des Arbeitsplatzes und oft sogar dem Ausschluss aus der Arbeitswelt. Entweder die Betroffenen kündigen selbst, weil sie es nicht mehr aushalten, oder sie werden gekündigt, beziehungsweise sie willigen einen Auflösungsvertrag ein. Teilweise leiden diese unter starken psychosomatischen Krankheiten. Das lange Krankenschreiben folgen am Ende die Erwerbsminderungsrente steht. Modethema. Die große Resonanz in dem Thema Mobbing erzeugt Ausdruck von sozialen Verhältnissen der Arbeitswelt. Angst um den Arbeitsplatz, Konkurrenz, Leistungsdruck sind der ideale Nährboden für Mobbing gedeiht. Auch stark hierarchische und häufig transparente Unternehmensstrukturen sowie mangelhafte Führungsqualitäten von Vorgesetzten können auslösende und verstärkende Wirkung haben. Gemobbt wird auch, wenn eine Streitkultur fehlt, die Beschäftigte dazu befähigt, Konflikte erfolgreich anzugehen und zu lösen. Eine neue Qualität hat die Thematik deshalb bekommen, weil aufgrund des Arbeitsmarktklage und ein Arbeitswechsel heute sehr schwierig ist, wenn der Betrieb jemanden zur Hölle wird. Sofortmaßnahmen für Betroffene. Kummer und Kränkungen nicht hineinfressen. Gerade wenn ursprünglicher Konflikt unnachvollziehbar ist, kann und versucht werden, die Mobber bzw. die Mobberin ein Gespräch zu führen. Vor allem für Rückendeckung und Kollegen oder Vorgesetzten sorgen. Betriebsrat einschalten. Möglichkeiten für Kollegen. Wichtig ist, dass eine möglichst frühe Intervention stattfindet. Wer zuschaut, wie andere mobben, macht sich selbst mitschuldig. Gespräche im Kollegenkreis können Problembewusstsein wecken. Es erfordert sehr viel Zivilcourage, allein gegen Mobber anzutreten. Zumindest kann der Betriebsrat oder je nach Einzelfall auch der Vorgesetzte informiert werden. Mobbingopfer benötigen soziale Unterstützung. Mobber werden umso eher in den Grenzen gewiesen, je höher sie für sie selbst die sozialen Kosten weiterhin des Mobbings ausfallen. Handlungsmöglichkeiten der Betriebsräte. Aufklärungsarbeit leisten, Mobbingprävention. Bei Mobbingfällen unter Kollegen sich als Vermittler anbieten. Sich Vorgesetzte beteiligt beschäftigen, zu einem klärenden Gespräch begleiten. Das Betriebsverfassungsgesetz verbietet jegliche Diskriminierung und Benachteiligung aufgrund von Alter, Geschlecht, Rasse und anderer persönlicher Besonderheiten. Aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers ergibt sich durchaus die gesetzliche Verpflichtung, gegen Mobbing vorzugehen und vorbeugend tätig zu werden. Ansatzpunkte für Aktivitäten bieten das Arbeitsschutzgesetz und die Bildschirmarbeitsverordnung, wonach das Arbeitsschutzgesetz auch den physischen Schutz der Beschäftigten umfasst. Es empfiehlt sich, eine Betriebsvereinbarung zur Mobbingprävention abzuschließen. Die Einrichtung innerbetrieblicher Beschwerdestelle ist sinnvoll. Ja, da gibt es nochmal das Betriebsverfassungsschutzgesetz. Haben wir hier nochmal drin. Ihr seht, ich bin nicht dumm, ne? Ich bin nicht dumm. Und das ist keine Werbung. Verwandte Themen, Spezialwissen, Mobbing, Prävention, Betriebsvereinbarung, Mobbing, betriebliche Gesundheitsförderung, physische Belastung, Spezialwissen, Stress. So, ich glaube, ich habe eine Menge vorgelesen. Ihr wisst jetzt Bescheid, was Mobbing ist und genauso läuft es auch bei Kindern ab. Und das war jetzt Mobbing am Arbeitsplatz. Ja, das mal dazu.